Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, seid ihr dabei heute Abend. Trotz dem Weihnachtsrummel. Ja, im Moment ist es so, dass Städte und Dörfer sozusagen um die Wette glitzern und man sich dem Rennen jetzt sozusagen auf die Weihnachtsgeschenke fast nicht entziehen kann. Für die einen ist das der purlauter Wahnsinn und für die anderen macht das Schenken wirklich total Sinn. Und da sieht man schon, wie nach der Wahn beim Sinn steht. Und genau diesem Thema möchten wir heute unsere Sendung widmen und das mit den folgenden Gästen. Wenn der Wahn in Sachen Gefühl, Ängste und Gedanken von einem Besitzer greift und schwer krank macht, genau das hat diese Frau erlebt. Ein Blick in Umgang mit den Dämonen im Kopf. Wahnsinnig, was man mit einer positiven Lebenseinstellung alles erreichen kann. Vom Leben im Lehmhütli in Sri Lanka zum Rikscha-fahrenden Stadtführer zu Bern. Und was gibt dem Leben Sinn? Der Mann kann uns als Philosoph sagen, ob die Frage nach dem Sinn des Daseins überhaupt sinnvoll ist. Ja, und wenn ich meinen ersten Gast hier empfange, dann wird wahrscheinlich manchem das Gleiche über die Lippen rutschen wie mir. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ja, also wahnsinnig. Der junge 19-jährige Mann aus Riggisberg, der hat sich nämlich zwei Mikrochips lassen. Auf die Hand implantieren. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, jetzt wird der Mensch immer mehr zu einem lebenden Computer. Also, dass wir medizinisch gesehen schon bereits ein Ersatzteillager sind, das wissen wir längstens. Aber wächst jetzt die Menschheit immer enger mit der Maschine zusammen? Was bringt denn dazu, zwei Mikrochips unter die Haut zu implantieren? Und was können sie im Endeffekt? Genau das möchte ich wissen von ihm. Herzlich willkommen, Sandra Portner. Sandra, hoi. Danke, dass du da bist. Vielen Dank. Der Mann mit den Computerhänden. Zeig mir deine Hand. Wo sind denn jetzt die Chips? Ein Tag, ui, da güchselt etwas aus. Tut das nicht weh? Ja, nein, überhaupt nicht. Also, da sieht man also ein rotes Feldli. Ja, das ist von Spritzen. Also, das ist mit so einer dickeren Spritze. Ja, die werden wir dann nachher noch anschauen. Also, das ist der eine und der andere. Der ist hier. Okay. Wie kommen die dort rein? Ja, also, eben, es ist eine Spritze, wo man sie. Hast du die Spritze bei dir? Ja. Das werden wir schauen. Also, man spritzt sich einen Mikrochip rein. Den muss ich jetzt genauer anschauen. Nein, nicht reinstechen! das ist ein ziemlich grosses Kaliber, gell? Ja, es sind etwa sicher 2 mm. Aha. Und es wird eigentlich ohne Betäubung einfach mit die Haut so gelüpft. Ja. Ich kann das vielleicht jetzt zeigen. So, das tut am meisten weh und dann spricht man es rein. Wer macht das? Hier in Zürich Oerlikon kann man es in einem Tattoo-Piercing-Studio machen. Mhm. Und diese Spritze habe ich, weil es ein guter Kollege von mir hier gemacht hat, die rechte Hand. Ah, das hast du gerade selber rein gejettet? Ja. Ist das ein Fachmann? Ja, er ist gelernt Automechanik. Ideale Voraussetzung. Jetzt, da drinnen sind die Mikrochips. Das heisst, wie gross sind die? Wie muss man sich das vorstellen? Also, es ist ja, vielleicht so 1 cm und 2 mm dick. Ja, wir haben da ein Bild davon. Jetzt sieht es noch riesig aus, aber wenn man es vergleicht jetzt beispielsweise mit einem Zündholz, wird dem klar, das ist wirklich ein munziges Ding. Jetzt fragt man sich, was kann man damit machen? Was macht dir die rechte Hand möglich und was machst du sozusagen mit links? Ja. Hier mit der rechten Hand kann ich nur an meine Tür herhalten und dann geht sie auf. Also ich brauche keinen Schlüssel oder so. Für eine Tür aufzuschliessen. Also das ist eigentlich dein mitgetragene Mikrochip-Türschloss? Genau, ja. Ich habe einfach eine elektrische Tür, wenn ich es herhabe, dann geht die auf. Es erkennt eigentlich nur mein Chip. Also, hoffentlich. Ja.
Genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Handy. Und jetzt wären wir bei der linken Hand. Die linke Hand, genau. Das ist hier. Wenn ich das draufhebe, kommt es zum Beispiel gegen Eschbacher. Ah! Jetzt ist es wieder weg. Ja, genau. Also, du kannst das Handy mit dem Mikrochip in Gang setzen. Genau, ja. Also, eigentlich tut das Handy den Mikrochip in Gang setzen. Also, der ist abgestellt jetzt im Moment. Jetzt so. Wenn man das Handy herhebt, die Magnetwelle den Chip aktivieren sozusagen. Mhm. Und dann kann ich ihn auslesen. Ich mache das mit dem Daumen. Also wie? Mein Handy in Gang setzen. Aha, ja, genau. Also ich kann es so entsperren jetzt zum Beispiel. Wenn es gar nicht läuft, einfach herhalten, dann wird es entsperrt. Anstatt den Fingerabdruck als Beispiel. Jetzt kann man ja sagen, wahnsinnig viel ist das nicht. Gehen wir mal zurück zur Tür. Ich gebe dir dein Handy wieder. Türschloss aufmachen mit dem, da brauchst du ja eine spezielle Einrichtung davor. Ja, genau, es ist ein elektrisches Türschloss, das habe ich selber eingebaut. Und einfach ein Laser, das ist ein kleines Kästchen, wo so eine Spule drin ist. Und sobald der Hang erkannt wird, fließt der Strom durch das Schloss. Dumm, wenn es keinen Strom gibt? Ja, das ist sehr dumm, aber da habe ich natürlich ein Ding eingebaut, eine Vorrichtung, die sie sich gleich auftun. Und schlussendlich noch mit dem Schlüssel wäre es auch noch möglich. Man tut ja das Auto auch so auf. Aber da haben ja die Diebe schon längstens gemerkt, dass das ganz einfach zum Knacken ist. Ja. Also im Prinzip kann man bei dir easy in die Wohnung rein, wenn man eine gewisse Kenntnis hat. Ja, also es wäre auch möglich, eigentlich meine Nummern zu kopieren, auf einen anderen Chip zu laden und dann so reinzugehen. Also es ist nicht so, dass es 100% sicher ist, aber dann muss man zuerst meine Nummern haben. Oder ja, schlussendlich ist die Tür. Die ist auch nicht die robusteste. Wäre sowieso recht einfach dort drin. Also auch ohne Chip und ohne alles das Wissen. Wie haben deine Eltern reagiert, als du dir das mit dieser martialischen Spritze initiiert hast? Ja, eigentlich nicht gross. Also, Mutter nicht gesagt, du bist ein Spinner? Mal, ja, genau. Ein kleiner Spinner, ja, aber sonst nicht irgendwie. Was hat dich motiviert, das zu machen? Ja, immer schon ein riesiger Technik-Fan gewesen. Und habe sie die Zeitung gelesen. Dann bin ich schauen, was so die Risiken sind. Und sie sind eigentlich sehr gering. Also, außer das entzündet oder der Körper nimmt es nicht an. Und bin das dann eigentlich zwei Wochen später machen hier auf Zürich. Jetzt muss man das programmieren. Was kann man alles auf so einen Mikrochip, den man sich da unter die Haut implantiert, programmieren drauf? Hier in der rechten Hand, also, das ist einfach eine Nummer. Die kann man nicht ändern. Ja, das ist also der gleiche, wie mein Hund hat, wenn ich ihn muss suchen, weil er irgendeinem Weibli hinten nachgesäckelt ist und die Polizei ihn findet. Ja, genau. Und hier kann ich mit dem Handy herheben. Und das ist ja, relativ bei den neueren Handys ist es möglich. Die haben das drin, das heisst NFC, das Datenaustausch. Und ja, es ist eigentlich verschiedenungsmöglich, aber noch nicht so viel wie im Moment, weil es halt recht neu ist. Das heisst, es hat auch nicht viel Speicherkapazität mit anderen Worten. Nein, also ein Lied oder ein Bild passt nicht drauf. Wenn du eincheckst am Flughafen und die Sicherheitskontrolle geht, fährt es wie wild auf den Piepsen? Nein, also es ist zu wenig Metall, das es erkennen würde. Auch wenn ich es in beiden Händen habe. Dann das Reisnägel erkennt es auch nicht im Ohr. Aber du hast noch einen Reisnägel im Ohr? Genau. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Nicht meine Idee gewesen, leider, aber... Aber hast du noch selber drei da, oder wie? Ja. Ja. Also der nicht mehr lärmen als die Mikrochips. Ja. Jetzt gibt es ganz viele Reaktionen. Auch von der Umgebung. Was hörst du so? Ja, also eine Stunde hat mir das auf 20 Minuten. Also das ist wirklich ein Shitstorm, wie man so sagt, ausgebrochen. Von Settingen, die jetzt den Weltuntergang befürchten. Oder meinen, man könne mich orten und so. Aber das finde ich... Klar, es ist schon begründet. Die Leute haben vielleicht Angst vor der Zukunft, was die Technik alles so mit sich bringt. Aber auf die andere Seite ist es nicht so, dass jetzt jeder Mensch sich so einen muss implantieren. Muss nicht, aber vielleicht ist das mal Zukunft. Ja. Also, du bist ja sehr interessiert an neuen technologischen Entwicklungen. Hast du dich auch damit befasst, was die Zukunft so bringt? Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Es geht so schnell, die Technik entwickelt sich so rasant. Jetzt zum Beispiel einmal gelesen von Google und Novartis, die sie zusammenspannen für eine smarte Kontaktlinse, wo er zum Beispiel immer den Blutzuckerspiegel misst und den anzeigt für Diabeteskranke oder auch Alterssehschwächen korrigieren kann. Und das ist natürlich, wenn es wirklich so einen Nutzen hat, ist das
Natürlich super, so Technologie. Jetzt kann man ja sagen, die Politik könnte ein gewisses Interesse haben und sagen, alle Menschen müssen sich chippen. Das hat einen Vorteil, man weiß, wer sie sind, man weiß die Blutgruppe. Wenn ein Unfall passiert, kann man schnell mit dem Lesegerät her. Macht so eine Zukunft jetzt dir als junger Mensch Angst oder findest du das spannend? Ja, es ist sicher spannend, aber es macht schon ein bisschen Angst, weil man hört immer wieder von Hackerangriffen oder wie irgendwo etwas nicht genug sicher war. Und dann ist die Frage, ob man das wirklich will. Mhm. Du studierst oder willst jetzt Informatik studieren. Was fasziniert dich an diesem Beruf? Ja, es ist schon eben von klein auf eigentlich schon Computer zusammengebaut, auseinandergenommen. Am Brütstein war schon der von meiner Kochlehre, die ich gemacht habe, zuerst der Computer vom Chef zusammengebaut. Wieder zusammengebaut oder nur auseinandergenommen? Neu zusammengebaut, zusammengestellt. Zur Zufriedenstellung des Chefs oder hat er gerade die Lehrstelle gekündigt? Ah, nein, also, er geht immer noch. Sollte jetzt wieder mal schauen, dass er wieder schneller geht. Ja. Also, ich glaube, die Zukunft geht rasend schnell. Also, man hat, du hast gesagt, die Linsen, man hat in der Zwischenzeit auch sogar Chip entwickelt, die Medikamente über die Blutbahn an richtig Ort bringen. Auf der einen Seite etwas Grossartiges, was vielleicht Gesundheitsmöglichkeiten anbelangt. Auf der anderen Seite laufen wir Gefahr, ja, zu lebenden Maschinen zu werden. Und vielleicht etwas aber müssen wir behalten, nämlich unsere Intuition. Das kann der Computer nicht. Das Gespür für eine Situation. Ja. Noch nicht, vielleicht. Noch nicht? Vielleicht kommt auch das noch. Ja. Sandro, ich danke dir für deinen Besuch. Hab Sorge, hat der Körper Freude daran? Er hat noch nicht reklamiert. Hat nicht reklamiert. Also, schon vier Monate. Du jetzt nimm zu viel rein, bevor sie nicht mehr können. Und die Spritze, die tun wir gut versorgen. Und alles Gute. Ciao. Sandro. Danke vielmals. Ja, da steht uns allen noch etwas bevor. Das sind nur so erste Anfänge. Und ich glaube, damit auseinandersetzen muss man sich. Man fragt sich immer wieder im Leben, macht das überhaupt Sinn? Grundsätzlich jetzt, wenn es so eins vom Jahr so langsam wieder um Vorsätze fürs nächste Jahr geht, stellt sich für uns immer wieder die Frage, führe ich ein sinnvolles Leben? Macht das Leben grundsätzlich Sinn? Fragen, das ist so die Frage der Frage, die sich Philosophen seit 2000 Jahrzehnten dran ausbeissen. Aber es ist vielleicht interessant, mal ein Moment darüber nachzudenken. Vielleicht weiss unser Philosoph ein bisschen bessere Antworten darauf. Jedenfalls beschäftigt er sich den ganzen Tag durch als Mitarbeiter vom Ethikzentrum an der Uni in Zürich mit genau so Problemen. Und ich freue mich natürlich jetzt auf seine Antwort. Herzlich willkommen, Sebastian Muders. Herr Muders, guten Abend, hallo. Bitte sehr. Würden Sie sich so einen Chip einbauen lassen? Nein, da hätte ich, glaube ich, noch zu viel Bedenken. Aber in 10 Jahren, wenn die Sache erprobt ist, vielleicht schon. Ich habe gesagt, manchmal muss man sich die Frage stellen, was ist der Sinn des Lebens? Ist die Frage nach dem Sinn überhaupt sinnvoll in den Augen eines Philosophen? Ich würde sagen, ja, das ist sie. Gibt es auch Antworten darauf? Viele gute, würde ich sagen. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wahrscheinlich, was man unter Sinn des Lebens versteht. Wenn man darunter sowas fasst wie einen allumfassenden Wert oder ein letztes Ziel, auf den alle menschlichen Handlungen ausgerichtet sind, dann könnte es schwierig werden. Auch dafür gibt es Kandidaten. Wir könnten sagen, Glückseligkeit oder ein erfülltes Leben, denn wer würde bezweifeln, dass zumindest die überwiegende Anzahl unserer Handlungen uns auch irgendwie glücklich machen soll? Aber das Problem mit solchen Antworten ist natürlich, dass sie wenig informativ wirken. Also stellen Sie sofort die nächsten Fragen. Was macht mich glücklich? Was erfüllt mein Leben? Und darauf sollte die Philosophie einige Antworten liefern können. Was hat Herr Aristoteles vor 2000 Jahren darauf gesagt? Er hat ein großes, wichtiges Werk geschrieben, Nikomachische Ethik. Und das besteht aus so 10 Abschnitten. Und im ersten Abschnitt ist er relativ schnell auf den Trichter gekommen und hat gesagt, die Glückseligkeit natürlich, das ist es, was alle Menschen wollen. Aber er hat sofort gemerkt, so richtig befriedigend scheint das nicht zu sein. Und nach 9 weiteren Abschnitten hat er dann die Bombe platzen lassen. Glückseligkeit, das heißt, Philosophie zu betreiben.
und hat damit zumindest unter Philosophen sich eine sichere Fangemeinde bewahren können. Nur mit dem zu überleben, ist heutzutage etwas schwierig, oder? Dann muss ich mir die Frage stellen, wie führe ich ein sinnvolles Leben? Was kann mir dabei helfen? Ich glaube, und ich denke, viele dieser guten Antworten waren auch schon für Aristoteles Zeitgenossen verfügbar. Es gibt eine Menge Dinge, die unser Leben mit Sinn erfüllen. Da muss man einfach nur die Menschen fragen. Und das geht los über Antworten wie meine Familie. Dass wir Kinder großziehen, scheint sinnvoll zu sein. Dass wir mit einem Partner oder einer Partnerin einen bestimmten Abschnitt unseres Lebens gemeinsam bestreiten, erfüllt uns mit Glück und Sinn. Und das geht dann weiter über Freunde. Die meisten Menschen finden es zutiefst sinnvoll, Leuten, mit denen sie ähnliche gemeinsame Interessen haben, wie sie sich sorgen, bei denen sie helfen, sei es beim Umzug oder sei es bei existenziellen Krisen. Alles scheint möglich. Und dann natürlich den großen Bereich der beruflichen wie privaten Unternehmungen. Die meisten Menschen gehen natürlich einer beruflichen Tätigkeit nach, weil sie irgendwie auch Geld verdienen wollen. Da könnte man sagen, naja, nur dafür ist die berufliche Tätigkeit da. Aber das stimmt natürlich nicht. Wenn Sie die Leute fragen, klassisches Beispiel ist wahrscheinlich die Krankenschwester, die wird Ihnen sagen, klar, ich mache den Job auch hier, weil ich Geld verdiene. Und wenn ich einen Monat lang nichts mehr bekomme, dann beginne ich mir so langsam zu überlegen, soll ich noch dabei bleiben. Aber sie wird Ihnen sagen, vor allem möchte ich natürlich auch Menschen helfen. Ich möchte ihnen helfen dabei, wieder gesund zu werden. Und das geht natürlich nicht nur für die Krankenschwester. Das gilt auch für die Banker, eine vielleicht nicht gerade mit hoher Reputation versehenen momentan Berufsgruppe. Dort ist das Sinnvollste, bleibt wahrscheinlich aufs Geldverdienen beschränkt. Das denke ich nicht. Auch der Banker wird Ihnen sagen, ohne Boni tue ich es nicht. Aber natürlich wird er auch sagen, was meiner Arbeit auch einen Sinn gibt, ist, dass ich den Wohlstand der anderen Leute mehre. Und das scheint auch etwas zutiefst Gutes zu sein. Wir alle tragen ja unser Geld zur Bank und wollen die Zinsen haben. Also sollten wir uns auch beim Banker bedanken. Macht mir im Moment Mühe, aber trotzdem. Hilft die... Also ich habe manchmal das Gefühl, unsere Zeit raubt uns etwas die Möglichkeit, Sinnvolles zu tun. Ist das so? Oder was hilft dann, um jetzt sagen zu können, am Ende eines Tages, das war für mich ein sinnvoller Tag? Braucht man da ein Wertsystem, an dem man es messen kann? Unbedingt. Und ich glaube, die Menschen haben ganz viele verschiedene Wertsysteme. Den einen, nehmen wir wieder den Banker, wenn ich darf, der sagt vielleicht, die Arbeit, das ist das, wofür ich lebe, wofür ich brenne, anderen Leuten dabei zu helfen, ihren Wohlstand zu mehren. Und dann gibt es andere, vielleicht ein Philosoph, der sagt ihnen, ich möchte gerne wissen, wie sich auf bestimmte grundlegende Dinge, was darauf die richtige Antwort ist. Und der verbringt einen großen Teil seiner Zeit dabei. Aber es gibt auch den Familienmenschen. Es gibt denjenigen, der sich gerne um seine Freunde kümmert. Und typischerweise haben wir Menschen nicht das eine große Ziel, worauf alles zusteuert, sondern wir haben eine Vielzahl von Zielen. Die meisten haben Familie, die meisten haben Freunde, die meisten wollen im Beruf Glück empfinden und auch bei einer privaten Tätigkeit. Das kann reichen von einmal das Matterhorn besteigen bis die eigene Briefmarkensammlung pflegen. All das, ganz divergente Quellen, helfen uns dabei, im Leben Sinn zu suchen und zu finden. Viele haben das Gefühl, richtig Sinn gibt es erst, wenn ich weiß, was nach dem Tod passiert. Ich denke, es gibt viele Menschen, ich würde mich, glaube ich, auch selber dazu zählen, die haben so ein bestimmtes Gefühl fürs Religiöse. Und für die, auch das ist häufig nicht das einzige Ziel, aber auch sie denken, sich auf den Tod angemessen vorzubereiten und im Leben gut zu sein, dass hat etwas Sinnvolles bei sich außerhalb der eigenen Klugheit. Also ich soll nicht nur klauen oder vielmehr nicht klauen oder andere Menschen belügen und betrügen, weil es mir irgendwie einen Vorteil verschafft oder weil ich selber nicht belogen und betrogen werden möchte, sondern vor allem auch, weil es einfach nicht das Richtige ist, was man tut. Man geht mit den Menschen anständig um und das kann durchaus auch religiöse Gründe haben und religiös begründet werden. Wenn man in der Geschichte der Religionen zurückschaut oder jetzt ganz konkret beobachtet, was unter dieser Sinnerfüllung des Daseins mit religiösem Umfeld passiert, ich denke an ISIS, ich denke an Morde, die man im jetzt Sinne der Religion so genannt macht, hat dann
diese Philosophie nicht versagt? Also ich glaube, es ist schwierig, da allgemeine Aussagen zu treffen, alles über einen Kamm zu scheren. Klar ist, Wertesysteme können missbraucht werden und werden missbraucht. Aber weil bestimmte Wertesysteme missbraucht werden, heißt das nicht, dass jegliches Wertesystem überflüssig wird. Auch nicht jegliches religiöse Wertesystem überflüssig wird. Und es gibt Leute, und ich spreche da von allen Religionen, Juden, Christen, Muslime, die finden Sinn in ihrer Religion und rennen eben nicht mordend durch die Straße. Das gibt ihnen Halt und das sollte okay sein. Davon abgesehen denke ich, dass jeder Mensch mehr oder minder natürlich ein Wertesystem in sich trägt. Wir alle fragen uns, vielleicht auch gerade zur Weihnachtszeit, wenn es auf das Ende des Jahres zugeht, was habe ich eigentlich das vergangene Jahr gemacht? Bin ich eigentlich zufrieden damit? 5 Jahre im Job, möchte ich das so weitermachen? Und wir justieren ständig dasjenige, was wir als wertvoll erfahren und empfinden und reagieren entsprechend. Und es ist ja kein Zufall, dass gerade mit Beginn des neuen Jahres die guten Vorsätze kommen, dass wir was Neues anpacken wollen. Und ich denke, ohne Wertesystem geht es nicht. Und das muss man selber definieren. Was macht mich zu einem besseren Menschen? Ich denke, wichtig ist es, erst einmal die ganzen Sinnangebote, die einem dargeboten werden, gerade auch in einer pluralistischen Gesellschaft, prüfen zu lernen und dann diejenige, ja, Mischung für sich zu finden, die dieser kritischen Prüfung am ehesten standhält. Und das kann für den einen sein, ein Leben, was sich sehr stark an dem orientiert, was einem was bringt. Und für den anderen, denken Sie an die ganzen Leute, die momentan unten in Sierra Leone und anderen Staaten die Ebola bekämpfen. Und andere Leute sagen, nein, ich möchte mein Leben dem widmen, was Menschen weiterbringt, was ihnen hilft. Und ich glaube, besonders sinnvolle Leben entstehen daraus, dass man wichtige Koordinaten wie moralische Koordinaten oder dass man versucht, etwas in der Kunst zu erreichen oder in der Wissenschaft. Das muss gar nicht im großen Umfang geschehen. Das kann auch im kleinen Umfang geschehen, dass man versucht, in diese Richtung zu gehen und eben nicht nur auf sich selbst schaut. Was hat Sie zur Philosophie gebracht? Also ich denke, das beginnt so im 5., 6. Schuljahr. Nicht, dass ich Philosophie jemals in der Schule hatte, aber ich habe dort einen Bekannten meiner Mutter näher kennengelernt. Er ist mir ein guter Freund geworden. Ein Mann von, ja, ich würde sagen, umfassender Bildung, also Geografie, Literatur und eben auch Philosophie. Und wie alt war ich da? Vielleicht 11, 12 Jahre. Es war faszinierend für mich, ihm dabei zuzuhören, wie er die großen letzten Fragen angegangen ist und wie er mit großer Eleganz Antworten darauf formuliert hat. Und wenn Sie 11, 12 Jahre sind, Beginn der Pubertät, dann haben Sie wahrscheinlich auch ein gewisses Fable. Dann haben für Sie solche Fragen und Antworten, die Orientierung versprechen, natürlich eine gewisse Attraktivität. Und bei mir hat sich das sozusagen durchgehalten. Und auch wenn ich Philosophie, wie gesagt, nie in der Schule hatte, habe ich dann beschlossen, es zu studieren. Und ich denke, ohne diesen Menschen hätte ich das nicht getan. Aber wir brauchen wahrscheinlich wirklich immer wieder so, ohne dass man jetzt jahrelang das studiert, wir brauchen Momente, wo wir mal zurücklehnen, vielleicht ein Buch lesen und uns vielleicht auch eben klar werden, was ist für mich im Leben wichtig. Und Sie haben mir ein bisschen geholfen. Aber Antworten muss ich selber finden. Das müssen Sie selber finden. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Alles Vielen Gute. Dank. Dankeschön. Eine ganz persönliche Antwort hat mein nächster Gast gefunden. Wie er sinnvoll kann leben kann. Aufgewachsen ist er in einem munzig kleinen Dorf ohne Strom unter einem Palmenwedeldach. Mitten im Dschungel in Sri Lanka. Und die Liebe hat ihn vor ein paar Jahren in die Schweiz verschlagen. Nach einer schwierigen Jugend in der eigenen Heimat ist er jetzt zu Bern, genau gesagt, als Rikscha-Fahrer und Reiseführer unterwegs. Und er kennt die Stadt Bern wie sein Hosensack. Das wollen wir jetzt genau überprüfen. Herzlich willkommen, Upul! Wir haben eine richtige Fangemeinde
Upul, ich bin Berner. Was würden Sie mir zeigen, wenn Sie mit mir durch die Stadt fahren möchten? Also, jede Ecke ist Bern und werde auch erklären. Und was habe ich bis jetzt nicht gesehen? Gibt es irgendwelche Geheimgeschichten, die Sie kennen und die ich jetzt als einer, der im Asyl in Zürich lebt, unbedingt wieder mich erinnern sollte? Den Fällen dann Mattengeschichte vielleicht. Die Mathe? Ja. Mhm. Also, soll ich erklären? Also, Mathe? Ja, sagen Sie mir, was Sie mir dort erzählen möchten. Voilà. Mathengeschichte ist das Mathengeheimsprache. Mhm. Es sind zwei verschiedene Sprachen auch. Das ist ein Quartier unten an der Aare in Bern. Das ist die Arbeitsquartier, die Stadt gebaut wurde von diesen Menschen. Die wurde dort gelebt. Eigentlich, das standen vor dem 1191, als die Stadt gegründet hat. Und dann in den 14. Jahrhundert wird Münster gebaut, ja. Münster Plattform gebaut. Mhm. Und in dieser Zeit kamen von Weltschweiz Menschen zur Arbeit. Und die haben Franzosen, Italiener und dann auch Hebräischen. Mhm. Und die dürften auch nicht in die Stadt reinkommen. Die haben dort unten an der Aare bleiben. Ja, genau. Und dann haben sie ihre eigenen Wörter in Berndeutsch eingemischt. Dann haben sie darauf Mattenberndeutsch geredet. Mhm. Also das ist die Mattenberndeutsch, aber man redet auch über Mattenenglisch. Englisch, genau. So habe ich es gelernt. Genau, okay. Also Mathe-Englisch-Geschichte kommt in den 16. Jahrhundert. Also ich sehe, der Mann weiß alles über Bern. Gratuliere. Wie reagieren dann eigentlich die Leute, wenn sie sagen, ich mache mit Ihnen eine Stadtführung und Sie sehen doch jetzt nicht gerade aus wie ein Emmentaler Käse? Also ich habe nicht verstanden. Sorry. Ich sage, was sagen Ihre Kunden, wenn Sie mit Ihnen eine Reise machen möchten durch die Stadt und schauen Sie an, wie also reagieren Sie? Also erstmal, die glauben mir nicht. Mhm. Es ist schwierig, mir um zu glauben gewinnen. Mhm. Aber jemand anderes muss mindestens über mich sagen, er ist super. Mhm. Aber ich probiere dann ein paar Fragen zu stellen, wenn jemand mir sagt, ja, wir kennen Bern oder so. Dann stelle ein bisschen anständige Fragen, damit einfach fordern, dass sie, merken, dass sie gar nichts kommen, wissen. Dass, genau, ich etwas weiß. Aber dann, wenn sie in meinen Rikscha eingestiegen sind, dann werde ich sie nicht verzweifeln werden. Genau. Mhm. Dann können sie ihnen all diese tollen Geschichten mit allen Jahrhundertangaben Eines mitgeben. Ist auch, dass ich habe nie gelesen. Also, ich habe nie gelesen, aber ich hole die Infos von Menschen, die viele Bücher gelesen haben. Ich rede mit denen. Mhm. Oder ich lasse jemanden lesen und dann die Zusammenfassung nehme ich in meinen Kopf. Das ist ein gutes System. Mögen Sie keine Bücher lesen? Nein, überhaupt nicht. Ja. Also niemals. Nee, war das schon als kleiner Knabe so? Sind Sie nicht gern zur Schule gegangen? Also, nein. Ich habe auch nur blöde Sachen gemacht in der Schule und ich habe Freiheit bekommen von meiner Familie, erst als ich 13 Jahre alt war. Das heißt, vor dem 13 Jahre alt war, ich war krank, schwer krank und fast gestorben. Erst haben gesagt, ja, ich werde sterben, dann habe ich geträumt. Und dann müsste ich wieder meine selbe Schule nachholen, ich wollte nicht. Dann meine Eltern haben in eine andere Schule mir geschickt. Das war 4 Stunden entfernt von meinem Zuhause. Dabei eigentlich, die haben gedacht, ich werde gut studieren, weil ich ging auch in eine gute Schule. Ach, überhaupt nicht. Dann habe ich meine Freiheit genossen. Das ist von zu Hause weg. Freiheit genossen. Von was haben Sie geträumt als junger Mann? Nichts. Also ich habe nur kombiniert, was es auf meinen Weg kommt. Ich habe improvisiert. Mhm. Anderes nicht. Von einer Familie geträumt, immer schon? Klar, also jeder Träumer
von einer Familie. Ich habe heute meine Familie. Mhm. Genau. Sie waren mal im Tempel und haben gefunden, man muss zu den Göttern beten, damit eine Frau kommt. Haben die Götter geholfen? Nein. Es war so, ich war bis ich 16 Jahre alt war, ich bin auch kleiner Mann und ich fand, ich bin nicht hübsch und ich kann nicht eine Freundin finden und das war für mich wie komisch. Dann einmal, ich lebe auch in einem Ort, wo drei Religionen leben zusammen und die haben in jedem selben Grundstück haben sie drei religiöse Platz und dort bin ich in einen göttlichen Tempel gegangen und dann habe ich einen Wunsch gemacht. Ich habe zwei Blumen gestellt und dann gedacht, Gott, bitte, eine hübsche Freundin will ich. Ich ging nach Hause und dann, ich habe nichts gemacht anderes und ich habe gedacht, jetzt Gott macht für mich. Mhm. Circa zwei Monate so gewartet, ja. Und ich habe den Gott auch nicht gesehen gehabt eigentlich. Mhm. Und überhaupt. Dann habe ich gedacht, okay, Gott hat mich nicht geholfen. Dann habe ich gedacht, Gott, ich komme nicht zu dir mehr. Also ich bin nicht mehr zu den Tempel gegangen und auch nicht mit Freunden. Und ja. Sie haben gelernt, dass man das Leben in die eigene Hand nehmen muss, genau, oder? Dann war es mir klar, hey, ich habe gedacht, Opul, du bist zu jemandem gegangen und du hast niemanden gesehen gehabt. Und also kannst du jemanden glauben, wenn du an dich nicht glaubst? Mhm. Ja? Und das hat mir klar gemacht. Und seitdem habe ich gedacht, ich glaube an mich. Und ich werde daran arbeiten, positiv denken. Und seitdem wirklich, ich habe nichts zu reklamieren im Leben. Also, alles, was ich wünsche, es wird mehr als was ich gewünscht habe, erfüllt, automatisch. Also, ich muss daran gar nicht auch richtig. Man muss auch daran arbeiten, doch, und etwas tun. Ich arbeite, aber nicht, um zu sagen, zum Beispiel, ich habe den Ziel und ich werde nicht an den Ziel denken, wenn ich daran arbeite, sondern ich werde Schritt nach Schritt gehen. Mhm. Und dann automatisch bin ich da. Und bin ich heute hier auch. Sie leben seit 4 Jahren in Bern. Was gefällt Ihnen in der Schweiz? In der Schweiz, mir gefällt eure Friedlichkeit. Mhm. Also Mentalität habe ich gut kennengelernt. Und also am meisten, also wahre Freunde habe ich hier kennengelernt. Also wie kann man sagen, einfach. Ich habe für euch Respekt und ich bin dankbar, dass ich hier in der Schweiz sein durfte. Und jetzt zum Beispiel, mir würde die Chance gegeben, einfach Stadtführung machen ohne Ausbildung sogar. Ich habe keine Ausbildung in Bern, aber ich führe die Stadt, also ich erkläre die Stadt für die Menschen und dann jeder hat mich akzeptiert. Sogar ich kenne auch Politiker und die haben mich auch akzeptiert und jeder gibt mir eine schöne Lachen und dann wir bringen auch Berner zum Lachen, ja, also nicht zu reklamieren. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch mal hören, dass da eine gewisse Offenheit auch besteht. Wenn jetzt der Winter kommt, ja, ist Rikscha-Fahren relativ schwierig. Also wir haben Fondue-Rikscha da. Ah, Fondue-Rikscha. Also kein Problem auch im Winter, aber ich bin auch anderes beschäftigt mit meinem eigenen Reisebüro und deswegen im Winter gehe ich lieber zu meinem Land und damit verliere ich auch meine Kultur nicht, Familie nicht, sonst die werden mit mir einen kleinen Abstand machen, wenn sie 3-4 Jahre mich nicht sehen würden. Also, eben, wie gesagt, ich improvisiere und dann kombiniere und so mache ich. Und dann auch eines, das, warum ich so kombiniere, ist, in beiden Ländern, jetzt bin ich mit dem Reisen beschäftigt. Und hier lerne ich eure Mentalität mit der Stadtführung und so weiter. Und ich bringe euch nach Sri Lanka und ich kenne eure Mentalität und ich werde euch
gut bedienen lassen, wie ihr es wünscht. Das heißt mit anderen Worten, jetzt im Winter arbeiten Sie als Reiseleiter in Sri Lanka. Genau. Mhm. Also Reiseveranstalter und ich gehe auch auf die Reisen, aber ich bin mehr der Kundenbetreuer, weil ich werde meine Kunden auf die Reise überall hintreffen, weil gerade bekomme ich auch mehr Reisen und wenn ich eine Reise nur nehmen würde und da ganze Zeit beschäftigen Guter würde. Guter Geschäftsmann auch noch. Hm? Sozusagen auf eine gute Art. Gibt es einen Traum, den Sie sich erfüllen möchten, Udo? Nein. Sie nehmen das jeden Tag so, wie es kommt. Ja, ich bin für den Tag dankbar und ich genieße jede einzelne Sekunde. Also in den Tag und den Leben, weil es ist nicht zum Übertrieben gesagt, es ist auch wahr. Genau. Da zweifle ich keinen Moment. Ja. Das nehmen wir jetzt mit in die Weihnachtszeit und ins neue Jahr. Jede einzelne Sekunde genießen und mit einem Lachen nehmen, was kommt. Udo, ich danke Ihnen herzlich. Ja. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ja, alles Gute. Doch erfrischend wieder von Zeit zu Zeit so eine Lebenseinstellung zu hören. Können wir uns ein Stück davon abschneiden? Wir machen einen totalen Themenwechsel. Was ist, wenn man durch das Leben geht und plötzlich Sachen sieht, gehört und erlebt, wo andere um einen herum behaupten, es existiert gar nicht. Wenn plötzlich überall Zeichen auftauchen, wo man das Gefühl hat, die verfolgen einem. Wenn man sogar zur Einsicht kommt, da hat es jemand auf sein eigenes Leben abgesehen. Wenn man sich als Tier fühlt in einem gewissen Moment oder wenn man wahnsinnige Kräfte spürt, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Genau das alles hat meine nächste Gesprächspartnerin erlebt, nämlich, dass der Wahn für sie für einen Moment als Psychose völlig über sie Besitz ergriffen hat. Sie ist aber seit Jahren jetzt wieder in einem normalen Leben zurückgekehrt und was das heisst, sie schafft als Therapeutin und wie man das überhaupt geschafft hat, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen, Katrin Obrist. Frau Obrist, guten Abend. Schön, seid ihr da. Bitte. Wie geht's euch? Ja, danke. Gut soweit. Ich möchte einfach wirklich als erstes mal sagen, es ist ganz toll, dass ihr bereit seid, über eure Erfahrungen, die jetzt schon ein paar Jahre zurückleben, aber die halt sich als Krankheit immer wieder latent können, demonstrieren, bereit seid zu reden. Ist es grundsätzlich schwierig, über psychische Krankheiten zu reden? Ich sehe das ein bisschen als meine Aufgabe, weil ich das kann. Ich habe auch genug Distanz mittlerweile. Klar, das Leben ist für niemanden ganz einfach. Ich habe meine Stimmungsschwankungen nach wie vor. Aber ja, ich möchte wirklich gerne auch für die Menschen reden, die das vielleicht nicht so können. Mhm. Und vielleicht auch durch die Öffentlichkeitsarbeit auch ein bisschen die Bevölkerung sensibilisieren. Wenn wir jetzt zurückblenden, 13 Jahre ist her, wo es einen Auslöser gegeben hat in eurem Dasein, der plötzlich die Psychose hat, in Gang gebracht, kann man eigentlich sagen. Mhm. Ihr habt für einen Sänger geschwärmt, einen Musiker, der gestorben ist. Genau. Was hat sich da genau in eurem Kopf abspielen? Ja, der Mann war sehr wichtig für mich. Er war mein Idol. Ich habe ihn ziemlich lange gekannt, bin dann auch befreundet mit ihm in New York. Ja, und als er dann schwer ist erkrankt, wollte ich auch nie so wahrhaben, dass er wirklich schwer krank ist. Und als er ist gestorben, wollte ich es gar nicht wahrhaben und bin sehr depressiv geworden, habe mit Arbeit gestürzt, habe unglaublich viel gekifft. Bin er in eine Manie hineingekommen durch das und es hat sich bombenmässig angefühlt, wirklich. Ich war genial, kreativer Tatendrang, alles super, oder? Für das Umfeld unglaublich anstrengend. Mhm. Also wie hat sich denn diese Manie geäussert? Ja, man ist einfach dauernd am Machen, man ist kreativ, man säckelt um, man schläft kaum mehr. Es ist top, es ist wirklich
Also ich will es nicht wissen, es hat wirklich gefeckt. Hat es denn auch so seltsame Veränderungen gegeben am Arbeitsplatz bei euch? Das war sehr seltsam. Es hat eben, trotz der ganzen Tragik, hat so komische, fast lustige Momente gegeben. Als ich zum Beispiel mit dem Sonnenschirmchen ins Büro gegangen, im Bikini. Es war dann Sommer. Im Bikini? Ja, ich habe mich eingerichtet an meinem Arbeitsplatz. Oder ja, lustige Sachen gegrimet. Aber... Wie hat der Kollege reagiert? Die haben schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Aber ich war ja nicht mehr erreichbar. Das ist ja eben das Schwierige für das Umfeld. Sie können ihn wirklich kaum mehr erreichen, weil ihre Manie ist man irgendwo so, man reitet so auf einer Erfolgswelle. Genau. Habt ihr denn auch mit Kunden irgendwelche interessante Gespräche geführt in dieser Richtung? Ja, man musste mich zum Teil in ein separates Büro setzen, weil ich wirklich anfange, coole Sachen sagen am Telefon. Gar nicht repräsentativ. Für das Unternehmen, das er dafür geschafft hat? Nicht unbedingt, genau. Aber sie haben noch recht viel Verständnis gehabt. Die Stelle auch nicht verloren durch das. Und da bin ich sehr dankbar dem Unternehmen. Genau. Manie heisst, man ist sehr euphorisch, man überschätzt seine Kräfte. Irgendwann ist es aber dann immer schlimmer geworden, zu einem Zusammenbruch. Wie hat sich das geführt? Das hat dann angefangen zu kippen. Einerseits durch das wirklich kaum mehr Schlafen, durch das leider sehr, sehr viele Konsumieren von Marihuana. Und ja, dann ist das gekippt. Dann bin ich so in die Fantasiewelt hineingekommen. Eben vom nicht akzeptieren, dass der Musiker an einem natürlichen Tod ist gestorben. Und dann habe ich angefangen, an Verschwörungen zu glauben. Dass die Menschen aus einer gewissen Szene, und das waren Freunde von ihm, ja, die Leute kennt, aber in meinem Wahn innen, sind das plötzlich Leute, die ihn haben verfolgt und ihn am Schluss haben umgebracht. Und in meiner Vorstellung habe ich dann gemeint, sie sind so hinter mir her. Und gleichzeitig hatte ich aber nicht nur Angst gehabt, vor den Lebendigen, sondern eben auch noch vor den Toten. Also noch vor der Geisterwelt. Jetzt könnt ihr euch das mal vorstellen. Ihr habt vor dem unsichtbaren Riesenängst und noch vor jedem anderen Mensch fast. Es ist unglaublich. Hinter jedem hat sich etwas Gefährliches versteckt, das euer Leben bedroht. Also nicht jetzt die allernächsten Leute, die mich zum Teil noch etwas erreicht oder mir auch geholfen, mich noch begleitet oder mir mal etwas zu essen gebracht für die Büsse. Und auch für mich. Manie gibt mir ja wahnsinnig viel Geld aus. Ich hatte gar nicht mehr Geld für mich zu versorgen und so mit Nahrung. Zu denen hatte ich schon noch ein bisschen Vertrauen. Aber nein, einfach aus dieser Rock'n'Roll-Welt. Dort habe ich mich sehr, sehr verfolgt gefühlt. Ja. Irgendwann ist es zu einem Zusammenbruch gekommen. Jemand hat euch auf der Straße aufgelesen. Richtig. Und zwar, dann war ja noch der 11. September. Und das ist natürlich Fokus voll auf New York, oder? Und das hat mir wirklich ein Stechli gelüpft. Und da habe ich noch die falschen Medien bekommen. Und darum, Betroffene, Angehörige, bitte von Anfang an professionelle Hilfe. Das heisst nicht, dass ein Hausarzt einem nicht helfen kann, aber er soll ihm bitte wirklich an einen Profi überweisen. Weil mir hat man Antidepressiva gegeben und jemand, der manisch-psychotisch ist, ist das völlig kontraproduktiv. Genau, und irgendwann war das so gewürdig, dass ich so in meiner Angst in der Altstadt von Bern einfach am Boden gehöckelt und da hat mir eine Passantin aufgegriffen, hat mich zu sich heimgenommen. Ja, so ist es dann zu einer ziemlich traurigen Einweisung gekommen. Genau. Dort hat er auch das Gefühl gehabt, er sei irgendwie nicht mehr ein Mensch, sondern auch fast zum Tier geworden. Ja, man hat einfach so Fantasien. Ich habe nur noch so Bruchteile, die ich mich mal erinnere. Und das sind Inseln von der Klarheit. Edward Padfall war ein ganz spannender, mittlerweile leider verstorbener Psychiater, Zen-Buddhist. Wo eben gesagt hat, die Inseln von der Klarheit die soll man versuchen auszubauen, wenn man eben Menschen begleitet. Und auf das, was ihr mir jetzt ansprecht, ja, es hat wirklich so Momente, dass ich mich wirklich mit einem Hund identifiziert. Ja, die Schamanen machen dortige Reisen. Es hat etwas sehr Transpersonales, etwas sehr Mysteriöses, die Erkrankung. Das macht natürlich auch Angst, oder? Macht Angst, aber die Forschung sieht dort auch nicht so recht durch. Und darum hat mir die Spiritualität sehr geholfen. Ihr seid dank der Hilfe von der Person, die fremd war, aber gesehen hat, euch geht es nicht gut, heimgebracht worden. Aber die hat natürlich auch nicht mehr weiter gewusst. Und so ist es zu einer Zwangseinweisung gekommen.
Das ist immer etwas ganz Schlimmes, weil man ja das Gefühl hat, all die Bedrohungen, die man sich vorgestellt hat, die werden zur Realität. Alle Menschen werden zu finden, zwingen voilà. Einem zu etwas. Ganz genau, ja. Wie hat er den ersten Klinikaufenthalt erlebt? Der erste Klinikaufenthalt war noch recht gut. Ich war eine Erstpsychose-Erkrankte. Ich bin auf eine spezielle Station in der UPD Waldau mit jüngeren Leuten, auch Erstpsychose-Erkrankte, klar. Die haben sich wahnsinnig Mühe gegeben, die Ärzte. Ich war dort sehr gut aufgehoben, recht viel Therapie gehabt. Hingegen der zweite Klinikeintritt, auch noch mal geschlossen, war der reinste Horror. Pardon, ich habe dort Sachen erlebt. Ich bin dankbar, ich lebe noch. Wer weiß, wie das geändert hat, wenn ich die Hilfe nicht hatte. Also Medis Fluch und sagen. Aber da hat es Sachen gegeben, wo ich muss sagen, sorry. Also modern ist das nicht. Mhm. Aber ich will nicht wettern. Sondern ja, kritisch differenziert. Sie sind schnell wieder zurück in ein altes Leben weitergekifft und weiter probiert? Oder was hat sich da etwas in eurem Alltag geändert nach dem ersten Aufenthalt? Nicht so viel. Ich wollte nicht wahrhaben. Ich habe gedacht, ja, es ist ja, okay, ein Gleisig war, aber es ist gut, zurück wieder ins alte Leben. Es ist einem nicht bewusst, dass man Nein. wirklich krank ist. Mir war das nicht bewusst. Und es hat vielleicht wirklich die zweite Heavy-Einweisung noch mal gebraucht und dann wirklich so richtig streng auf einer geschlossenen Abteilung über lange Zeit, also für 5 Wochen oder so. Es war wirklich nicht schön gewesen. Und das hat irgendwo, das hat dann etwas bewirkt und dann habe ich mich auf die sogenannte Recovery-Reise wirklich gemacht. Ich habe gesagt, und jetzt will ich wissen und ich schaue her. Und ich setze nicht nur auf Schulmedizin, ich setze auf Alternativtherapien, ich setze auf Phytotherapeutika, ich gehe meinen eigenen Weg, ich habe meinen eigenen Ring, ich bin ein Kämpfer und yes. Mhm. Und dort war euch aber bewusst, das ist eine Krankheit und das ist eine Krankheit, die nicht einfach therapierbar ist mit einer Tablette und dann ist sie weg, sondern die bedingt, dass man sich sehr intensiv mit sich und seiner Persönlichkeit auseinandersetzt. Absolut. Ich habe euch je die Frage gestellt, woher die Erkrankung ist gekommen. Ah, es gibt so viele Gründe. Und weil man ja nicht wirklich viel weiss aus medizinischer Sicht, wie gesagt, ist wirklich recht ein Mysterium immer noch. Es sind verschiedene Faktoren. Ein Teil kann Genetik sein. Es sind psychosoziale Faktoren. Vielleicht jemand ist sicher etwas sensibler, etwas verletzlicher. Ja. Der Einfluss von Drogen, heavy intensiver Lebensstil. Ich habe wirklich Sachen erlebt, die toll sind, aber die man auch verdauen muss. Und nicht einfach mit Kiffen vielleicht ein bisschen Ruhe kommen. So. Das Auseinandersetzen mit sich selber, die Bereitschaft zu akzeptieren, dass man so ist, die hat euch weitergeholfen. Ganz genau. Wenn man einen Angehörigen hat, eine Freundin oder einen Partner, wie kann man als Außenstehende mithelfen, dass das passiert, dass eine positive Entwicklung wieder zurück ins Leben kommt? Man kann ja nichts erzwingen. Also ich denke, der Heiler ist ja in uns innen und wenn wir parat sind, dann kann Heilung ja geschehen, oder? Als Angehörige denke ich, ist sehr wichtig, dass man sich selber auch Hilfe holt, dass man auch den Rücken gestärkt hat. Und dann, wenn eine Person im Wahn ist, unbedingt nicht sagen, nein, das ist gar nicht wahr, das Bild, das tut dir alles ein, sondern vielleicht besser, ja, ich verstehe, das ist deine Wahrnehmung. Mhm. Aber schau, ich habe vielleicht ein bisschen eine andere, so ein bisschen auf diese Art, weil es geht ja um Vertrauen. Und wenn man das negiert und sagt, es ist gar nicht wahr, man meint es ja lieb und sagt, nein, muss nicht Angst haben, es ist nichts da, schau. Da ist das wie ein Betrug, also für die betroffene die Person ist die Realität entfernen, anders genau. Und sie zieht sich zurück. Der Vertrauensaufbau ist total wichtig, oder die Erhaltung des Vertrauens, genau. Ihr arbeitet jetzt auch als Kunsttherapeutin, das heisst, ihr helft anderen Leuten, die genau die gleichen Probleme haben. Was kann man jetzt mit so etwas in ihnen mitgeben, wie ihr es macht? Darf ich noch mal die Frage noch mal stellen? Was, ist also, was könnt ihr jetzt anderen Betroffenen mit euren kunsttherapeutischen Massnahmen, wenn ich dem so darf sagen, helfen? Also, Kunsttherapie ist ein Teil meiner Arbeit, aber ich leite mit einem
lieben Freunden zusammen, auch noch eine Recovery-Gruppe. Wir haben Milieutherapie, wo wir in dieser, das ist eine kleinere psychosoziale Klinik, eigentlich wie eine grosse WG, wo man zusammen kochen. Es ist sehr familiär, so Soteria Bern heisst das. Sehr gute Adresse. Es dürfte mehr so in richtige Gäste in der Schweiz, finde ich. Unter anderem tue ich dort kreativ, morgen Kreativnachmittag leiten. Und es ist einfach immer schön, wenn man ein bisschen, so ein bisschen von diesem Kopf, so ein bisschen von diesem Kreisel wegkommen kann. Und ich mache die Erfahrung, auch bei mir selber, dass wenn man ins Gestalten hineingeht, das bewirkt so ein bisschen das Dezentrieren, dass man ein bisschen wegkommt von dieser Dreischiebe da. Und ein bisschen näher zu sich, ein bisschen näher zu seinen Gefühlen. Und man kann Sachen danach ausdrücken, die man eben mit Worten nicht sagen kann. Und sehr, sehr schöne Arbeit. Ich arbeite viel mit jungen Leuten. Habt ihr das Gefühl, jetzt für euch, so etwas passiert nie mehr? Oder begleitet einen die Erfahrung, dass noch vielleicht irgendwann mal etwas Ähnliches wieder kommen könnte? Also, das ist eine gute Frage. Und ich stelle mir sie auch immer wieder. Ich gebe mir wahnsinnig Sorge im Alltag. Ich weiss, ich bin ein bisschen sensitiver vielleicht. Ich muss immer ein bisschen damit kämpfen. Ist jetzt da etwas dahinter? Ist da irgendetwas in Richtung? Und dann mit Realitätsüberprüfung, Freund, mein sehr lieber Partner, Bernie. Übrigens, dir verdanke ich sehr, sehr viel, meine grosse Liebe. Wo mir immer wieder helfen, mich zu ordnen. Ich habe eher Angst vor Depressionen. Mhm. Ganz ehrlich, weil das ist ganz etwas Leids. Ich habe eher vor dem Angst, als dass sie den Verstand verlieren. Aber eigentlich, und das ist auch Edward M. Podvoll, der Psychiater, der das gesagt hat, wer einen Verstand hat, kann eben auch verlieren. Es kann allen passieren. Folgedessen auch mir wieder. Das hoffen wir nicht. Aber es war ein ganz wichtiger Einblick in etwas, wo wir immer das Gefühl haben, es betrifft niemand. 1% der Gesellschaft hat das. Genau. Und ich denke mir, zu wissen, dass man in so einem Moment Hilfe holen muss, das ist etwas sehr Wesentliches. Danke. Und es ist eine Begabung, Psychosebegabung. Es ist eine Begabung. Oh. Danke vielmals. Merci, Herr Eschbacher. Ja, meine Damen und Herren. Uns ist wahrscheinlich jetzt wieder bewusst worden, wie fragil das Leben ist und wie man Sorge hat. Auch dazu braucht es Freunde, es braucht Aufmerksamkeit und es braucht immer wieder die Frage, was macht das Leben sinnvoller? Vielleicht haben wir noch ein paar Anstöße geben können. Jetzt auf diesem Sender geht es weiter mit dem NZZ-Format. Wer mal bei uns im Programm möchte dabei sein möchte, der kann logischerweise immer Tickets lösen. Wir blenden die Adressen ein und wir gehen jetzt mit voller Pulle an die nächste Sendung auf diesem Sender zur gleichen Zeit in einer Woche wieder. Bis dann, ich zähle auf euch. Habt's gut. Ciao zusammen. Danke. Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte